Hallihallo, Hallöle. Kurz bevor es losgeht. Es wird ein paar harte Cuts geben. Aus dem Grund, weil sich die Lagebesprechung und sowas ziemlich in die Länge gezogen hat. Und da dachte ich, da schneide ich ein wenig was raus, damit es nicht allzu lange dauert und wir schnell ans Geschehen kommen. Und für die, die jetzt nicht so die Menschen sind, die auf Blut und Gewalt stehen, es könnte hart für euch werden, wenn ihr es überhaupt sehen wollt. Dem Rest wünsche ich viel Spaß. So, und damit herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Team Fractum Digitum. Heute mit mir, dem Hanoi. Und zwar spielen wir heute House of Ashes. Ja. Noch nie gespielt. Ich habe keine Ahnung, worauf ich mich hier einlasse, da ich ja auch so ein leidenschaftlicher Horrorspiel-Mensch bin. Gut. Es geht wohl darum, dass wir Entscheidungen treffen müssen und diese Entscheidungen das Spiel beeinflussen. Ob Charaktere sterben oder nicht. Bin sehr gespannt. Auf die eine Art habe ich Bock, auf die andere Art, ja, Horror, yippie. Aber okay, ich bin wirklich sehr gespannt. Also labern wir nicht lange rum und schauen wir, was uns erwartet. Es ist wohl wie so eine Art interaktiver Film. Ich hoffe, es geht auch von der Lautstärke alles. Aber sieht bisher ganz gut aus. Gut. Gehen wir rein. Feuerball. Will nicht alleine spielen. Scheiß Horror. Warum habe ich mich darauf eingelassen? Ja, fortsetzen geht nicht. Verdammt, Akkad. Neue Story, bitte. Überleben ist wahrscheinlich herausfordernd. Deine Fähigkeiten werden auf die Probe gestellt. Tödlich. Tod ist unausweichlich. Okay. Da ich mit solchen Spielen keinerlei Erfahrung, also gut, nachsichtig werden wir nicht machen. Also, das wäre ja lächerlich. Tödlich, der Tod ist unausweichlich. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Also hätte ich gesagt, gehen wir auf herausfordernd und gucken wir, wie ich aus diesem Spiel rauskomme. Gut, los geht's. Neuer Platz, bitte. Ich habe keinen Controller, ich habe nur eine Maus. Denn sie säen Wind und werden Sturm ernten. Ob ist das nicht im Weg oder so? Jede Entscheidung hat Konsequenzen. Mache Entscheidungen, rette Leben. Andere sind tödlich. Wähle weise. Also sollen wir so viele retten, wie es geht. Okay. Hallo? Warum guckst du so leer? Ach, hi. Ach so, ja, das Spiel ist, glaube ich, nicht ohne. Ein paar Jahre vor unserer Zeit. Nein! Ich will nicht sterben! Schweig! Deine Worte bedeuten hier nichts. Dein Blut begleicht die Forderung des Königs. Dein Opfer wird seinen Fluch aufheben. General Baratun, vergebt mir, Herr. Der König verlangt eure Anwesenheit. Die Götter sind gnädig. Vorerst. Ich kümmere mich später um ihn. Schafft ihn weg.
Du hast Glück, Dothair. Glück? Nein. Kein Glück für diese Hunde. Was hat der arme Typ denn gemacht? General, wir sollten hier weg. Der König, sein Wahnsinn wird uns alle verschlingen. Der Tempel ist verflucht. Eher sterbe ich an diesem Ort, als dort draußen der Pest anheim zu fallen. Wir haben unsere Befehle. Was hat der eigentlich für einen stylischen Bart? Schick. Der Mondgott schickt dich, um ein Reich zu zerstören. Ich weiß es, Mädchen. Ich sehe alles. Sieh dich nur um. Wiegt diese Halle denn nicht alle meine Sünden auf? Klar. Schätzen die Götter diesen Ruhm nicht? Die Gothäer kommen, General. Der Mondgott schickt eine Armee, uns zu zerstören. Ich sammle sofort unsere Streitkräfte. Gut. Kunde von dort unten? Das sind hunderte Gefangene, mein König. Ihr Opfer wird Zeit brauchen. Zeit haben wir nicht mehr. Sei es drum. Das Blut dieser Armee wird den Sand tränken. Das Opfer wird erbracht werden. Fangt mit der hier an. Sagt mir, General, erinnert sie euch an jemanden? Mein König? Gemahnt sie nicht etwas an eure eigene Tochter? Wie alt wäre sie jetzt? 18. 18? Diese Pest ist eine solche Tragödie. Tötet sie. Alter! Ich sag mal nix. Wäre es euch lieber, wenn ich euch opfern würde? Ihr habt euren Befehl. Tötet sie. Hey. Okay. Ich muss auch noch verschiedene Tasten drücken. Wie mies ist das denn? Nett. Nett, nett. Arme Frau. Zu.
Ich weiß nicht, worauf die Statue wartet, aber es sieht komisch aus. Ja klar. Kommen da noch irgendwelche Erdviecher? Götter, gib mir Stärke. König Tut. Nicht, was da draußen los ist. Hilf mir, gut her. Was lauert dort? Was habt ihr Akada getan, um so gestraft zu werden? Wir wurden verflucht. Unser König hat uns verflucht. Wir dachten, ihr wärt der Fluch. Das war falsch. Er stürmte den Tempel in Nippur. Er baut diesen Tempel, um Buße zu tun. Aber die Götter erhören ihn nicht. Und nun ist auch er verstummt. Er verlangte Blutopfer. Und er bekam sie auch. Das ist dein Tempel. Was können wir tun? Da ist ein Weg durch die Katakomben. Dir soll ich vertrauen? Du hast keine Wahl. Akada! Warte! Ich will auch noch mal was machen. Ja, was sind das für Viecher? Zeig mir die. Bin jetzt neugierig. Bitte. Ja, Treppchen. Natürlich geht man tiefer in den Tempel, wenn irgendwo kranke Viecher sind. Hilf mir damit. Achso, mehrmals drücken. Ja, ich durfte was tun. Nach. Durch das Grab geht es raus. Grab? Ja. Für die Erbauer, die fertig sind. Komm. Was soll das?
Herzschlag. Yay. Was ist das? Klopf, klopf. Klopf, klopf. Jetzt Angriff. Ernsthaft? Nur eine Ratte. Eine garstige Ratte? So viele Tote. Für nichts. Sie sind gestorben. Für einen Irren. Okay, jetzt kann ich den Helm rumwerfen. Was soll denn das? So, dann tapsen wir mal. Ui, was bist du? Du bist... erwacht. Okay. Zurück. Was haben wir hier noch? Weiter geht's. Guck mal, was kann man hier noch? Mir aber irgendwie mein Schwert einsetzen? Ich will mein Schwert einsetzen. Ansehen, bitte. Unsere eigenen Handlungen verdammen uns. Warum hat er den Tempel geplündert? Es sind doch immer die gleichen Gründe. Für Gold, für Ruhm. Aus Gier. Jo, wie immer. Hauptsächlich Gier. Ui, ist das hier feinfühlig. Gold, Gier, Weihrauch und Myrrhe. Und Möhren. Okay, jede Menge Insekten. Was kann ich noch tun? Kann ich hier die Tür aufmachen? Nein. Lalalala. Okay, hier sind wir wieder mal. Ah, okay, du gehst schon zur Tür. Dann gehe ich dir mal hinterher. Was? Ja. Hier, hilf mir damit. Ja, auf mit dem Ding. Pissen. Wie auf dem Klo, Leute. Kommt. Pizza. Du zuerst. Wir sind hier sicher. Du zuerst. Wir sind hier sicher? Ja, klar. Irgendwelche Viecher rennen hier rum und Ratten. Was ist das für ein Anhänger? Die Geschichte von Gutium. Ihr Akkada habt hart gekämpft, um ein Volk auszulöschen. Aber ihr solltet wissen, unsere Geschichte beginnt erst. Wie kommen wir hier lebend raus? Ja, komm. Der Feind meines Feindes... ist mein Freund. Wir helfen einander. Ja. Lasst uns Freunde sein. Es gibt immer Hoffnung. Ja, und wenn wir mit allem fertig sind, dann kochen wir für alle Milchreis. Los geht's. Was war das? Das weiß ich nicht. Ich will's auch gar nicht wissen. So, raus hier. Hier drüben. Geht weg. Ja, moi. Lauf. Weg.
Ich weiß. Akada! Okay. Es gibt kein Entkommen. Uns bleibt nur eins. Gemeinsam kämpfen. Nein! Wenn wir beide fliehen, sterben wir beide. Halt dich bereit! Na gut, komm, wir kämpfen. Erwarten will ich den nicht, der ist freundlich. Nein! Hab ich dich zu damit? Oh Gott! Aufpassen! Hey, den hat's schon mal zerpickt. Guten Tag. Sie schweben am Rande des Abgrunds. Okay. Ihr Überleben hängt von Ihren Entscheidungen ab. Ja, habe ich gerade eine verkackt. Führen Sie wie ein Kompass durchs Unbekannte. Finden Sie den Weg zur Erlösung? Oder verlieren Sie sich im Dunkeln auf ewig? Ich möchte offen sein. Sie werden äußerst schwere Entscheidungen treffen. Diese werden das Leben anderer beeinflussen. Okay. Was diese Entscheidungen bringen, wird sich zeigen. Mit der Zeit. Sie fragen sich wohl, wer ich bin und wo Sie sind. Eine Maus? Ich bin der Kurator. Hallo, Kurator. Der Bewahrer der Geschichten. Meine Aufgabe ist es, alles aufzuzeichnen, was Sie tun. Jede Entscheidung und jeden Fehler, den Sie machen. Ich möchte Ihnen einen Rat geben. In der Geschichte begegnen Ihnen diverse Bilder. Bilder, die einen möglichen Ausgang andeuten. Mhm. Ich schlage vor, Sie schauen genau hin. Denn Sie könnten auf eine unglückselige Zukunft hindeuten. Doch leider bleibt uns keine Zeit mehr. Wenn wir uns wiedersehen, erfahren wir, wie Sie sich schlagen. Oder scheitern. Irak 2003. Golfkrieg. Jason. Übersichtlich intolerant. Kano. Gute Reise. King. National unsicher. Bei Amis. Willkommen im Camp Slayer. Sie unsicher als Körn? Rechnungsfrauen bereit. Ich tut mir leid, ich bin wohl zu früh. Ja komm, ich bin Körnel, ungeduldig. Ist mein Besprechungsraum bereit? Die Technik für die Präsentation steht. Wir warten auf Nachricht vom CEO. Dann geht's los. Das sollten Sie lesen. Nicht gehört? Ihr habt einen neuen König. Sieht so aus. Und Sie sind? Ja, komm, genervt. Vorsicht, Clarice. Wollen wir jetzt kommen. Wertvoll. Jawohl, Sir. Dr. Stokes, zu Diensten. First Lieutenant Jason Kolchak. Oh, beim Jason bin ich schon mal unten durch. Besprechungszimmer? Okay, nicht zu hart sein. Ist er immer so ein Arsch?
Ha! Es gibt Abstufungen. Das ist eine 2. Warte, bis er die 11 erreicht. Okay. Also wirklich. Was ist Marine? Rachel. Schon genug? Rachel, geh. Hey, befehlend grob. Hey, die geht ja fremd, oder was? Ist das die Frau von dem Mann? Rechtfertigend romantisch. Oh. Das könnte unser letztes Mal sein. Der Nick. Nach den Ereignissen am Checkpoint. Ich dachte, das war's. Die letzten Wochen. Du hast mir gut getan. Wer weiß, wo ich ohne dich wäre. Rachel King? Colonel King ist auf dem Stützpunkt, Ma'am. Er ist gleich im Besprechungszimmer. 5 Minuten. Fuck, er ist da. Zu früh. Dein Ehemann? Solltest du es ihm nicht mal sagen? Los, zieh dich wieder an. Noch ein T-Shirt an, Rachel, ärmelloses. Erzählst du es ihm jetzt oder nicht? Du und Eric seid seit einem Jahr getrennt. Was da auch war, es muss vorbei sein. Ehrlich. Es ist einfach kein guter Zeitpunkt. Es ist nie ein guter Zeitpunkt. Was ging nach oben? Bald, Nick. Versprochen. Bald. Noch ist alles ein wenig chaotisch hier. Der Stützpunkt wird erst eingerichtet. Das haut mich um. Vor ein paar Wochen hat Saddam es sich hier gut gehen lassen. Hat Schokoriegel verputzt, während er eine Pediküre genoss. Hübsches Bild. Ah, wenn er nur wüsste, wie es jetzt hier aussieht. Gefällt mir. Das sind Einschusslöcher in der Wand. CIA, nicht so einladen. Die Marines, DIA, die Air Force. Hey, alle sind dabei. Jeder will ein Stück Geschichte. Gott schütze Amerika. Hey, geh mal aus dem Weg. Eine Ausdauer ohne Schmerz. Hallo, alter Mann. Schön weiter trainieren. Hey, mach doch mit. Vielleicht lernst du ja noch was bei mir. Später. Wir haben Besuch. Naja, wenn die Süße hier mal sehen, wie ich ins Schwitzen komme. Komm doch näher, Kleines. Von hier sehe ich mehr als genug, danke. Ignorieren Sie Corporal Mervins schlechte Manieren. Das war schon jede Einheit mit der Spitzfinger. Arschloch. Sergeant Kay. Das ist Lieutenant Colonel King. Ich bringe ihn ins Besprechungszimmer. Ja, bereite mich vor. Wir sehen uns dann, Marine. Und was ist sein Problem? Ah. Nick ist nicht mehr er selbst. Vor ein paar Wochen gab es einen Schusswechsel. Ein Zivilist starb. Das setzt ihm zu. Kommt er klar? Er schafft das, Sir. Er ist bereit. Joey, die haben dich am Schreibtisch geparkt? Soll ich wen anrufen? Nee, passt schon. Hinterm Schreibtisch fängt man sich nicht so viele Kugeln ein. Und das ist der berühmte Satellitentyp. Warum hast du hinterm Schreibtisch einen Helm auf? Lieutenant Colonel Eric King. Was dann wohl heißt, Lance Corporal, dass ich ihr kommandierender Offizier bin? Ja. Ist das ein Witz? Wie Mist, das ist kein Witz. Ich sag Ihnen, wenn die Queen Bitch Wind davon bekommt, dann flippt sie aus. Ja, zurückhalt. Wir kennen uns. Sie weiß, dass im Krieg alles erlaubt ist. Sir? Die Queen Bitch, wie Sie sagten, ist seine Frau. Toll, Hitzkopf. So, Leute, kommt mal in die Pushen. Gut. So, sieh dich im Besprechungsraum um. Hoffentlich reicht die Bandbreite aus. Den Technikkram machen Sie. Dann haben wir hier. Die Schlepperei machen Sie. In Ordnung, Lady. Was ist das hier eigentlich? Okay. Alter Ballsaal? Ja, genau. Betreff Missionsziele der Surrey Group. An Amt des Direktors der CIA. Amt des Direktors der CIA. Die Missionsziele von Surrey Group lauten: Erstens, Koordination der Nachrichtendienstkapazitäten sämtlicher Behörden und Streitkräfte der Koalition. US, United Kingdom und Australien. Ey! Gut.
Gut, lese ich eben nicht vor. Wir switchen einfach durch. Green Bitch. Mrs. King? Eric, das ist mein Team. Wenn du sie briefen willst, klärst du das mit mir. Gut. Stimmt, ich hätte dir Bescheid sagen sollen. Gut. Oh. Alles eskalierte. Ich musste schnell handeln. Ich schulde es meinem Team, einen Schritt voraus zu sein. Ich weiß, Rachel, aber CENTCOM gab den Befehl. Befehl? Ja. Ich bin jetzt Commanding Officer. Der Ex hat jetzt das Sagen. Ich brauche Netzwerkzugang. Bist du eigentlich das... Sie durch. Name? Dr. Stokes. Doktor. Oder nur Clarice. Du, der Technikfreak? Ja, Eric. Klär uns auf. Was zur Hölle? Ist das moderne Kunst? Das sind Bilder aus dem streng geheimen Kalos-Programm. Und das soll mir irgendwas sagen? Denke ich mal. Ein thermisches Satellitensystem, das ich protegiert habe. Oh, beeindruckend. Dann protegieren Sie. Benehmen Sie sich immer so, Corporal. Die Jungs wollen nur eine Pause, Sir. Wir sind im Krieg. Nicht so ungut. Nun gut. Satellitenaufnahmen des Kriegsgebiets haben eine Art unterirdische Lagerstätte gezeigt. Okay. Ich vermute stark, dass Saddams chemische Waffen hier versteckt sind. Aber das muss natürlich noch näher untersucht werden. Bekommen wir Luftunterstützung? Nein. Zu viele Vögel lassen uns auffliegen. Schnell rein, schnell wieder raus. Das hat deine Mama auch zu mir gesagt. Hey, Vorsicht, Junge. Hätte ich nicht schnell rausgezogen, wäre ich jetzt ein Papst. Okay, das reicht, Mervyn. Sir, was meinen Sie? Ja gut, der eine hat recht mit zu viele Vögel. Wir regeln das schon. Geht's schief, ziehe ich die Reißleine und wir hauen ab. Bei allem Respekt, aber ich halte das für falsch. Bei allem Respekt, Lieutenant Kolchak, das entscheiden nicht Sie. Klingt nicht gut. Nee. Mervyn hat schon recht. Kurs aktualisiert. Je mehr Helis, umso größer die Gefahr, dass wir entdeckt werden. Danim. Batra Mandali. Hui. Er ist ein Iraker, oder? Ja. Bodendruck. Dur und mutig. Zane! Einer geht! Zane? Wer ist Zane? Finde Zane, durchsuche Zanes Zimmer. Mach mal auf. Zane? Eine Karte von Großbritannien, okay. Ein Pullover. Und eine Kiste. Oh, ob wir sehen, Tanny. Wie sind das? Ja, Herr لا 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 يا ديني مش دلوقتي كابتن بصري اهلا يا مولاي لازم نتحرك على طول انت بتقول ايه سعادتك العدو جاي يا سليم العدو جاي علينا دلوقتي العدو يا فندم الحرب خلصت خلاص وخسرنا لا ده كلام فارغ محدش اتسلم العدو جاي ودي ارضنا واحنا لازم نتعرب ليها شايفينهم مطلوب تاكيد يلا شوف جايين علينا بقول لك احنا محتاجين كل راجل في مكانه لحسن طيارتهم توصل عندنا ja ich will eigentlich zu meinem Sohn aber der kommt mir irgendwie ما اقدرش اعمل ده يا فندم ابني محتاجني ده امر يا جندي مش طلب Ja, ich komm mit. Beruhig dich. Fehmt. Beruhig dich. Wollt doch keinen Stress hier. Pargal Bedorib. Coyote 2 hier, Mailman 2-1 Actual. Wir nähern uns dem Ziel. Bereit für Funkstelle. Over. Verstanden, Mailman 2-1 Actual. Ihr seid allein. Spaß. Sergeant K, hörst du mir zu? Ja, verstanden. Kontakt zur LRU alle vier Stunden.
Hey, alles gut? Ja, alles gut. Sehr schön. Was geht dir durch den Kopf? Ich muss nur was verarbeiten, Mann. Alles gut. Ich komm klar. Ja, na, nicht so nerven. So, ich steh dir bei, Nick. Egal, was kommt. Ja. Das hoffe ich. Semper Fi. Semper Fi. Jetzt geht's los, Marines. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Und ich schwöre bei Gott, wir schaffen das. Du sagst es, Bruder. Hurra! Hurra! Wir schaffen das. Danke, Frau Merkel. So, vorwärts. Einmal runter mit den Vögeln. Zimmer geräumt! Geräumt! Gebäude ist gesichert. Gefangene fügen sich. Hasalak marra tanya. Fein makan el magzan. Okay. Shit, was ist das? Eine Art Götterbild. Vielleicht heidnisch. Ida! Ich will, dass ihr hier alles auf den Kopf stellt. Ui. Jetzt kommt mal ein bisschen Action hier auf. Fuck! Er saß! Nein! Ihr Arschlöcher! Nein! Fuck! Scheiße! Beschissener Scheiß! Runter! Sie stehen da oben! Feuer erwidern! Los! Was muss man hier denn machen? Nein! Fuck! Hätte ich einfach nur ballern müssen? Ich glaube, ich muss mich viel schneller bewegen. Das war verdammt knapp. Jetzt geht's ab hier, was? Rachel! Wo bist du? Rachel! Halt! Warten Sie! Atemo! 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 Jede Menge Irakis. Nein! Ja, ihr mich auch! Und weg! Heizen wir ihn mit WP ein! Kein Phosphor auf Menschen schmeißen! Na, komm schon! Sollen wir etwa am Lagerfeuer Händchen halten und Kumbaya singen? Jetzt halt mal die Klappe und lass mich nachdenken! Nachdenken worüber? Wir werden massakriert! Ist WP jetzt genehmigt? Ja, ich krieg mal so. Nur zum Rauch erzeugen. Ich halte sie auf. Gebt mir Deckung und holt Joey da raus. Ui. Stylisch. Stylische Menschenrettung.
endlich sterbe, Nick. Nein. Bullshit, Mann. Ich weiß, es tut weh und du stirbst doch nicht. Halt still, ganz ruhig. Ist eine Fleischwunde, nur ein Kratzer. Halt bloß still. Lügner. Nein. Ist sie jetzt echt schon zerruppt? Ich bete für dich. Worauf wartet ihr? Ausschwärmen und kämpfen! Dann schwärmt du doch auch mal aus. An alle, hier ist Dropkick. Funkstelle beendet. Krieg ich einen Lagebericht zum Feindkontakt? Over. Dropkick, hier ist Killjoy 2. Wir stehen unter schwerem Beschuss. Ziele sind zur LZ-Tor gedrungen. War auch wieder knapp. Geht es noch schlimmer? Du schwörst doch nicht herauf. Auf den Boden, sonst blass ich dir deine verdammte Birne weg. Nein, 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 nein. Komm, den lassen wir mal. Fuck! Spricht denn hier keiner unsere Sprache? Oh, oh, oh. Schieß nicht daneben. Schluss mit dir. Super! Jetzt geht's ja auch noch so los. Nein, 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 nein! Rachel! Rachel! Scheiße! Nein! Ich glaube, jetzt sind wir da, wo wir hin sollen. Scheiße! Marvin? Jason? Okay. Niemand da, aber wenigstens hast du ein paar Leuchtdinger dabei. Finde deine Verbündeten, finde Jason. Aber das heben wir uns für die nächste Folge auf. Hier ist jetzt leider nicht viel, was Spektakuläres passiert, aber jetzt geht es zur Sache. Denke ich, hoffe ich. Dann bedanke ich mich dir vielmals fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, der erste Teil, auch wenn noch nicht das Spektakulärste passiert ist. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt das in die Kommentare. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.